Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Beckenbodentraining. Das Beckenbodentraining ist ein ganz wichtiges Training. Es stärkt die Körpermitte. So beugt es auch Krankheiten vor, wie zum Beispiel Blasenschwäche oder auch Inkontinenz. Und jetzt zeige ich dir 7 Übungen und ich freue mich auf dich. Bevor wir anfangen, würde ich gerne darauf eingehen, wie oft ihr das Training machen solltet. 3-mal die Woche wäre schon optimal. Und noch ein Tipp, damit du auch deinen Beckenboden gut merkst beim Beckenbodentraining. Versuch dir einfach vorzustellen, dass du zur Toilette musst und versuch einfach, es so einzuhalten. Das so heißt, du musst zur Toilette Pipi machen und du hast halt keine Toilette zur Verfügung. Also versuchst du, den Urinstrahl festhalten zu wollen. Und wenn du das machst, spürst du deinen Beckenboden. Und das ist Grundvoraussetzung für das Training. Und nun beginnen wir mit der ersten Übung, und zwar Beckenboden anheben. Schön langsam, Leisten Richtung Decke und langsam wieder Wirbel für Wirbel runter. Durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und langsam wieder runter, entspannen, nochmal einatmen und mit der Ausatmung langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Und langsam wieder runter, Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Leisten so weit wie möglich Richtung Decke schieben und wieder mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel wieder runter. Sehr schön, das war die erste Übung und jetzt macht euch lang und entspannt. Jetzt kommt die zweite Übung, die heißt Beinkreisen. Schön auf dem Rücken liegen, Beine hüftbreit auseinander, Hände sind locker. Jetzt gehen wir wieder Wirbel für Wirbel nach oben mit der Ausatmung. Und mit der Einatmung nehmen wir das eine Bein hoch und kreisen es nach außen. Das ist jetzt auch eine Übung, wo Bauch, Beine, Po auch beansprucht wird. Und wir kreisen erstmal nur nach außen. Und jetzt fangen wir an, nach innen zu kreisen, also die Kreisrichtung zu ändern. Wichtig ist weiterhin, schön durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen. Und ablegen, nochmal die Leisten Richtung Decke und mit der Ausatmung das andere Bein anheben und auch nach außen kreisen. Das Atmen nicht vergessen und die Richtung wechseln. Schulter ist entspannt, Gesicht ist entspannt und Unterkiefer ist entspannt. Durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und ablegen, ganz entspannt, Wirbel für Wirbel ablegen, lang machen und entspannen. Wir kommen jetzt zur nächsten Übung und zwar ist das die Übung Fahrradfahren. Schön mit der Ausatmung wieder das Becken anheben und das rechte Bein zur Decke und wir fangen an, Fahrrad zu fahren. Stellt euch vor, wenn ihr im Wasser seid und im Wasser Fahrrad fahrt und ihr spürt den Widerstand. Weiterhin ein- und ausatmen, Knie ran und strecken, Knie ran und strecken. Und wechseln, Becken nochmal schön Richtung Decke, das linke Bein anheben und auch Fahrrad fahren. Knie ran, einatmen und strecken, ausatmen. Ein und aus. Gesicht ist entspannt, Nacken ist entspannt, Schulter ist entspannt. Und
noch weiter. Fertig ablegen und Wirbel für Wirbel nach unten. Und auch wieder schön entspannen. Das ist beim Beckenbodentraining genauso wichtig wie das Anspannen. Wir kommen jetzt zur nächsten Übung, und zwar die Froschhaltung. Wir ziehen die Knie zur Brust, Becken und Rücken lassen wir ganz schwer in den Boden sinken und halten die Fußfesseln fest und lassen die Knie nach außen fallen. Jeder so, wie er kann. Unterkiefergesicht ist entspannt und wir halten es jetzt einfach eine gewisse Zeit. Weiterhin durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Und denk immer wieder dran, wie schwer dein Becken und Rücken ist und es schön schwer in den Boden sinkt. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Entspannen und sich gut gehen lassen. Schön einatmen, tief und wieder ausatmen. Und nochmal die Knie anziehen, den unteren Rücken entspannen, die Füße ablegen, wieder lang machen und entspannen. Wir kommen dann zur nächsten Übung, die nennt sich Beine fest zusammendrücken. Wir nehmen die Beine hoch, angewinkelt sind die, und drücken jetzt mit den Beinen nach innen und die Hände drücken nach außen, und das halten wir. Weiterhin einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund und entspannen. Kurz die Knie zur Brust ziehen, den unteren Rücken entspannen. Und wieder die Beine so weit nach vorne, dass die Knie über dem Becken sind, Hände zu den Knien Innenseiten. Und jetzt drückt ihr die Knie zusammen und die Arme halten dagegen und drücken die Knie nach außen. Immer so ungefähr 10 Sekunden halten und wieder schön entspannen, die Knie zur Brust ziehen. Und nochmal die Übung. Die Hände könnt ihr auch über Kreuz nehmen. Ihr könnt auch ein Kissen zwischen eure Beine nehmen und das Kissen ganz feste zusammendrücken. Entspannen nochmal, die Knie zur Brust ziehen, den unteren Rücken entspannen. Und nochmal schön gegen die Hände drücken, halten, durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Nochmal entspannen, die Knie ganz weit zur Brust ziehen, soweit es euch möglich ist. Und die Beine ablegen, lang machen und entspannen. Jetzt kommt die nächste Übung, Beinheben in Seitenlage, gehen auf die Unterarme, die Knie sind etwas nach vorne gezogen, Oberarm geht Richtung Decke und wir heben jetzt das Knie hoch und legen es wieder ab. Öffnen das Bein und schließen, Blick nach vorne, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Wer fortgeschritten ist, kann das Becken auch anheben. Schön langsam öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Die Beine sind locker und entspannt. Und wir wechseln langsam auf die andere Seite. Auch da wieder Arm Richtung Decke und
langsam öffnen und schließen. Einatmen, öffnen und ausatmen, wieder schließen. Einatmen, öffnen und ausatmen, wieder schließen. Sehr schön, und jetzt legt ihr euch schön auf den Bauch, die Stirn auf eure Handflächen. Wer will, kann sich auch ein Kissen unter seinen Unterbauch legen. Und wichtig ist, kleine Bewegungen, die sind sinnvoller als extreme Bewegungen. Schön atmen, tief ein und tief aus. Und wir beginnen jetzt mit der Übung, und jetzt ziehst du langsam deinen Beckenboden nach innen in Richtung Bauchnabel. Stell dir vor, du würdest dein Schambein gegen dein Kissen oder gegen die Matte drücken und halte es. Versuche auch während der Anspannung trotzdem weiter durch die Nase ein- und auszuatmen. Und jetzt lockerst du, drehst das Becken wieder zurück und schaukst so ein bisschen mit Beinen nach rechts und nach links. Mit der nächsten Einatmung vorbereitet und mit der Ausatmung wieder schön das Kissen drücken oder die Matte drücken. Und wieder halten. Nacken ist entspannt, Schulter ist entspannt. Und lösen, wieder den Po ein bisschen hin und her schaukeln, entspannen. Durch die Nase wieder einatmen, vorbereiten und wieder schön das Kissen oder die Matte feste drücken. Und lösen, wieder ein bisschen entspannen. Das ist auch ganz wichtig beim Beckenbodentraining. Entspannung und Anspannung. Und wir bereiten uns wieder vor und schieben feste Schambein Richtung Matte. Der Nacken ist entspannt. Schulter, Gesicht ist entspannt. Und wir entspannen wieder. Gehen nach hinten in den Fersensitz und entspannen. Versuchen, die Stirn auf den Boden zu bekommen. Wer will, kann aber auch die Stirn auf die Handflächen nehmen und entspannt. Atmet tief durch die Nase ein, öffnet den Brustkorb und atmet aus durch den Mund und schließt den Brustkorb. Und das war jetzt das Beckenbodentraining. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß. Und habt es genossen. Wie gesagt, dreimal die Woche wäre optimal. Und ich würde mich natürlich freuen über ein Like oder einen Kommentar von dir. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis bald, eure Silke.